An jedem Tag wird niemand strafen, so wie er straft, und niemand wird fesseln, so wie er fesselt. Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit zu haben, ist wichtig. Doch die Hoffnung auf den Lohn ohne Angst vor der Strafe lässt dich faul und verblendet dein Leben fristen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vom Paradies berichtet, sodass wir unser Ziel ins Visier nehmen können, damit wir Vorfreude darauf empfinden, wenn wir gute Taten verrichten und so dazu angetrieben werden, weitere gute Taten zu begehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hölle erschaffen, damit wir das Verbotene fürchten, bereuen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Es ist die Vergeltung für die Ungerechtigkeiten, die wir an uns selbst und gegenüber anderen begehen. Ebenso wie uns ein klares Bild davon gezeichnet wurde, was den Paradiesbewohner erwartet, so wurde uns ein Bild davon gezeichnet, was uns in der Hölle erwartet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich selbst: Wahrlich, Allah ist streng im Bestrafen. Wenn wir uns vor Augen führen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Höllenfeuer erschaffen hat, werden wir begreifen, wie wahrhaftig diese Aussage ist. Einige Menschen stellen sich die Hölle wie einen sehr heißen Ferienort vor, an dem die Unzüchtigen und Sündhaften versammelt werden. Einige denken, dass die Hölle ein lustiger Ort sei, weil dort keine Spaßverderber sind. Sie meinen damit die Gläubigen, die aufgrund des Islams auf Unzucht, Drogen und hemmungslose Späße verzichtet haben. Dies sagen sie nur, weil sie kein Wissen darüber haben, was für ein Ort die Hölle ist. Sie haben keine Vorstellung davon und so werden sie niemals Furcht davor haben, selbst einmal an diesem Ort zu landen. Die Hölle ist ein alles zerberstendes Feuer, welches von Engeln bewacht wird, denen all ihr Mitleid und ihre Barmherzigkeit entzogen wurde. Sie ist voller hinterhältiger Fallen und giftiger Tiere. Sie hat 7 Stufen, von denen eine schlimmer als die andere ist. Beginnend mit Jahannam bis hin zu ihrer untersten, Al-Hawiyah. In Jahannam werden die Muslime bestraft, die noch Sünden abzubüßen haben. Und Al-Hawiyah ist der unbegrenzt tiefe Abgrund der Hölle, bestimmt für die Heuchler. Zwischen diesen beiden liegen Lada, Saqar, Al-Hutama, Jahim und Sa'ir. Sie sind für die Ungläubigen bestimmt, welche die Botschaft gekannt, aber nicht daran geglaubt haben. Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam berichten uns darüber, wie die Höllenbewohner aussehen, wie sie essen und trinken, wie ihr geistiger Zustand und wie einige der Strafen sein werden. Über Saqar spricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Ich werde ihn der Saqar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändern die Menschen ganz. Das Feuer der Hölle verändert die Menschen. Nicht nur ihr Geist wird gebrochen, sondern auch ihre Körper. Wenn du einen von ihnen heute kennen würdest, könntest du ihn in der Hölle nicht wiedererkennen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ihr Aussehen mit den Worten: Für diejenigen, die ungläubig sind, werden Gewänder aus Feuer zugeschnitten. Über ihre Köpfe wird heißes Wasser gegossen. Dadurch wird zum Schmelzen gebracht, was sie in ihrem Bauch haben, und ebenso die Haut. Auch sagt der Erhabene: Es ist doch ein loderndes Feuer, das die Kopfhaut abzieht. Weiter heißt es an einer anderen Stelle: Jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen wir sie ihnen gegen eine andere Haut aus, damit sie die Strafe kosten. Die Haut der Unglücklichen wird dauerhaft verbrannt werden, weshalb sie schwarz werden wird. Ihre Innereien werden platzen und ihre Kopfhaut schmelzen. Sie werden nicht wiederzuerkennen sein, nachdem sie diesen Ort ausgesetzt waren. Imam al-Ghazali beschreibt in seinem Buch über den Tod, wie der Zustand der Höllenbewohner sein wird, mit den Worten: Wie erginge es dir, wenn du sie erblicken könntest, wodurch ihre Gesichter vom brodelnden Wasser noch schwärzer als schwarz geworden sind, ihre Augen erblindet, ihre Zungen verstummt, ihr Rücken gebrochen und ihre Knochen zerknickt, ihre Haut zerrissen, die Hände am Nacken gefesselt und die Füße an der Stirn festgebunden, so dass sie mit ihren Gesichtern auf dem Feuer gehen. Allein das Aussehen der Höllenbewohner ist furchterregend und genügt, um niemals dorthin verbannt werden zu wollen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam beschreiben die Hölle detailliert, damit die Vorstellung darüber, was uns treffen könnte, wenn wir uns nicht in Acht nehmen, glasklar ist. Der Durst und der Hunger der Höllenbewohner wird so heftig sein, dass sie darum betteln werden, getränkt und gespeist zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt:
Und wenn sie um Hilfe rufen, dann soll ihnen geholfen werden. Mit Wasser gleich flüssigem Erz, das ihre Gesichter röstet. Ein schlimmer Trank und ein übles Ruhebett. Ihr Trinken wird kochendes Wasser und Rassaq sein. Stinkender Eiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Eiter, dass sie getränkt werden mit Eiterflüssigkeit. Er soll ihn hinunterschlucken und kaum unter die Gurgel bringen. Und kommen soll der Tod zu ihm von allen Seiten, ohne dass er sterben könnte. Und wenn sie nach Essen betteln, bekommen sie trockene Dornen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die weder Fett machen, noch gegen den Hunger nützen. Oder sie essen die Früchte As-Zaqums, eines Baumes, den Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran beschreibt. Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder der Zaqum-Baum? Den haben wir zu einer Versuchung für die Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Früchte so scheinen, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie für wahr eine Mischung von heißem Wasser. Hierauf kehren sie für wahr zum Höllenbrand zurück. Über diesen Baum sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass wenn auch nur ein Tropfen davon auf die Erde fiele, so würden alle ihre Früchte verderben. Und die Bewohner der Hölle werden seine Früchte vor lauter Hunger verschlingen. Es wird ein Punkt erreicht werden, an dem sie die Strafe nicht mehr ertragen können. Und so wenden sie sich an die Wächter der Hölle. Diejenigen, die sich im Feuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen: Ruft euren Herrn an, dass er uns einen Tag von der Strafe erlasse. Sie sagen: Pflegten nicht doch eure Gesandten mit den klaren Beweisen zu euch zu kommen? Sie sagen: Ja doch. Sie sagen: So ruft an, aber das Anrufen der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Und so teilen die Wächter der Hölle ihnen mit, dass sie gewarnt wurden und diese Warnung missachtet haben. Sie beteten andere neben Allah an, und so sollen sie doch nun diese um Hilfe anrufen. Doch diese werden ihnen niemals helfen können, und so wird ihnen die Strafe nicht erleichtert werden. Nach einer Phase der tiefen Trauer und Verzweiflung wenden sie sich an Malik, den obersten Wächter der Hölle, und rufen ihm zu: Ja, Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Und Malik antwortet ihnen nach 1000 Jahren: Gewiss, ihr werdet bleiben. Was für eine markerschütternde Antwort. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat uns doch bereits heute davor gewarnt, dass dies passieren wird. So sagt er subhanahu wa ta'ala: Diejenigen aber, die ungläubig sind, für sie wird es das Feuer der Hölle geben, wobei mit ihnen kein Ende gemacht wird, sodass sie sterben und ihnen auch seine Strafe nicht erleichtert wird. So vergelten wir jeden der Ungläubigen. Abgewiesen von den Wächtern der Hölle und ihrem obersten Wächter Malik, bleibt ihnen nichts anderes, als sich an Allah, den Erhabenen, den Gewaltigen, zu wenden. Sie werden sagen: Unser Herr, unser Unglück hat uns besiegt und wir waren irregehende Leute. Entstellt, beschämt, erniedrigt, verzweifelt, gebrochen und hilflos gestehen sie ihre Fehler ein, in der Hoffnung, dass mit ihnen ein Ende gemacht wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen: Seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Dies wird das letzte Mal gewesen sein, dass auf ihr Flehen reagiert wurde. Niemals wieder werden sie angehört werden. Wenn sie diese Nachricht erhalten, verlieren sie den letzten Rest Hoffnung und geben sich der Verzweiflung völlig hin. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, uns davor zu bewahren. Diese Worte wurden der Realität und dem Schrecken der Hölle nicht gerecht. Es gibt noch viel in Erfahrung zu bringen und weitere Beschreibungen. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit gesprochen, als er subhanahu wa ta'ala sagte, dass er hart im Strafen ist und dass niemand so strafen wird, wie er subhanahu wa ta'ala straft. Dies ist der Stand Allahs gegenüber demjenigen, dem er subhanahu wa ta'ala zürnt. Wenn dir nun der Zorn Allahs und seine Strafe Furcht eingeflößt haben, dann wisse, dass es Hoffnung gibt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Rahman: Für jemanden aber, der den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei Gärten.